Neben vielen Ursachen für den ersten Kreuzzug lag einer auch in Byzanz selbst. Der Kaiser bat um militärische Hilfe gegen die Seldschuken. Das wurde vom Papst aufgegriffen, aber mit dem spektakulären Endziel Jerusalem versehen. So entstand ein Missverständnis, das für die folgenden Jahrhunderte das Verhältnis von Byzanz und Kreuzfahrern belasten sollte. Die Griechen erwarteten sich militärische Hilfe gegen die Seldschuken. Die Kreuzfahrer aber wollten das Heilige Land befreien und eine eigene Herrschaft eben dort errichten. Syrien und Palästina gehörten zur byzantinischen Interessensphäre. Die Kaiser waren nicht an der Etablierung einer neuen Macht in der Region interessiert. Die islamische Expansion im Frühmittelalter ist ein politisches und religiöses Projekt. Allerdings wurde die hochentwickelte materielle und geistige Kultur in der Region nicht beseitigt. Der arabische Raum war gerade an der Wende zum Hochmittelalter der kulturell am höchsten stehende Raum, demgegenüber Europa zur dritten Welt wird. Zugleich standen Christen und Juden genauso wie ihre heiligen Stätten in der islamischen Welt unter besonderem Schutz. Ab dem 9. Jahrhundert geschah in der arabischen Welt eine Dezentralisierung. Regionale Dynastien und Machtzentren wie Cordoba und Kairo etablierten sich neben Bagdad. Schließlich etablierte sich auch in Syrien, im Iran und Mittelasien eigene islamische Herrschaftsbereiche. Diese Veränderungen konnte Byzanz für sich nutzen und expandieren. So kam das nördliche Zweistromland genauso wie Kreta wieder zu Byzanz. Es folgten Zypern, Antiochia und Aleppo. Vorübergehend konnte auch Damaskus eingenommen werden. Zwar waren viele Eroberungen nicht von langer Dauer, aber das byzantinische Kaiserreich war wieder ein Faktor geworden. Allerdings ging es bei den Konflikten immer um territoriale Gewinne, nie um eine religiöse Auseinandersetzung. So entfielen auch viele Grausamkeiten, die später an der Tagesordnung standen. Es war keine Konfrontation zwischen Christentum und Islam. So gibt es nirgends im islamischen Machtbereich aufgrund der byzantinischen Eroberungen Ausschreitungen gegen Christen. Der Befehl zur Zerstörung der Grabeskirche 1009 und eine Christenverfolgung zur gleichen Zeit waren das Werk des fanatischen Einzeltäters Al-Hakim. Die byzantinische Offensive des 10. und 11. Jahrhunderts ist also nicht mehr als das ewige Hin und Her im Orient, das seit Jahrhunderten vonstatten ging. Bedeutsamer war in diesem Zusammenhang die Turkifizierung der islamischen Armeen. Das steht im Zusammenhang mit dem Vordringen der Türken von Zentralasien nach Westen. Sie treten vorerst noch unter dem Namen Seldschuken auf, denen 1071 bei Manzikert ein Sieg über Byzanz gelang. Daraufhin konnten die Seldschuken Anatolien erobern.